Hallo und herzlich willkommen zurück bei Formel 1. Ich wollte fast FIFA sagen, bei F1 2015. Und ich würde sagen, wir jetzt starten direkt mal in die nächste Session, Saison weiterspielen. Ja, 15 Minuten Training. Es tut mir leid, dass die Folge jetzt verspätet rauskommt, aber ich war beschäftigt die letzte Woche. Allerdings gibt es eine gute Nachricht, und zwar ich bin mit allen Prüfungen fertig. Ich habe jetzt endlich wieder Zeit. Ah, geil. Geil. Auf einen Schluck Wasser, ne? Endlich wieder Zeit. Heute im Training will ich euch ein bisschen was über Abtrieb erzählen. Ich habe mir jetzt nicht groß vorbereitet und mit Abtrieb kenne ich mich einigermaßen aus. Ich kann euch da keine mathematischen Formeln dazu hinlegen, aber ich kann euch erklären, was Abtrieb auf Autos für Auswirkungen hat und warum das so wichtig ist, gerade im Autosport, im Motorsport, zumindest Autosport. Motorsport zählt ja auch die Motorräder dazu, und da ist der Abtrieb eher schwer zu kriegen. Aber er ist da. Und jetzt warten wir. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie sind genauso gespannt wie wir auf das heutige Training hier auf dem Shanghai International Circuit. Die 5,45 Kilometer lange Strecke umfasst sowohl langsame Kurven als auch eine extrem lange, schnelle Gerade. Diese Kombination fordert selbst erfahrenen Piloten einiges ab. Diese Location ist bei vielen Teams sehr beliebt. Die Strecke ist sowohl für die Fahrer als auch für die Autos äußerst herausfordernd. Die Rennen hier waren bisher immer sehr spannend. Die Strecke ist bei den Fahrern auch wegen des hohen Schwierigkeitsgrads beliebt. Es gibt zwei lange Geraden mit tollen Überholmöglichkeiten und eine sehr komplexe 360-Grad-Kurvenkombination hinter der Start- und Ziellinie. Was für eine tolle Strecke! Max Verstappen hat beim australischen Grand Prix einen neuen Rekord aufgestellt und wird zum jüngsten Formel-1-Fahrer auf dem Grid. Er schlägt damit Alguersuari, der startete damals mit 19 Jahren und 125 Tagen. Hier sehen wir Verstappens großartiges Potenzial, sonst würde man ihn nicht schon so früh fördern. Ich denke, er wird das in ihn gesetzte Vertrauen heute zurückzahlen. Ja. Ja. Setup. So, da können wir direkt mal reinschauen und uns anschauen, was mit Abtrieb so los ist. Prime, klar. Da Bildschirm wechseln. Danke. China hat zwei unglaublich lange, also nicht, eine unglaublich lange Gerade, auf der man möglichst schnell sein will, und die Zielgerade, auf der man auch schnell sein will, und dann der Rest sind viele Kurven und deswegen ausgewogen, Standard eher nicht so, höhere Spitzengeschwindigkeit ja, maximale Spitzengeschwindigkeit eher nein, weil doch eher starke Kurven sind, deswegen will ich mal das hier nehmen, aber dann können wir hier direkt reinschauen. So, Aero Frontflügel. Hier kann man schon direkt etwas machen für den Abtrieb, wie man schon da liest. Die Erhöhung des Abtriebs sorgt für besseren Kontakt mit der Strecke, wodurch Grip und Stabilität erhöht werden. Allerdings erhöhen sich so die Reifentemperatur und Abnutzung, während sich die Höchstgeschwindigkeit verringert. Also Abtrieb ist genau das Gegenteil von Auftrieb. So einfach kann man es erklären. Also es ist genau bei einem Autorennwagen, gerade bei Formel 1 Wagen, will man genau den gegenteiligen Effekt erwirken wie bei einem Flugzeug. Man will nämlich nicht abheben, sondern man will auf die Strecke gepresst werden, sodass die Reifen möglichst nicht. Die Strecke sieht überfüllt aus. Danke. Sodass die Reifen möglichst nicht durchdrehen und viel Druck auf der Strecke ist, damit das Gummi richtig haftet. Ich habe mir so ein Beispiel ausgedacht wie mit dem Radiergummi. Ihr kennt die rot-blauen Radiergummis. Die rote Seite ist ja eher weicher und die dunkelblaue ist zum Tinte wegradieren und dadurch eher härter, und genauso ist der Unterschied mit den Reifenmischungen oder, jetzt bin ich komplett anderes, wow, ich bin von Abtrieb zu Reifenmischung, okay, Abtrieb erstmal, man wird auf die Straße gepresst, sodass halt das Gummi möglichst gut haftet und man wenig rutscht. Ja, und dann gibt es halt unterschiedliche Reifenmischungen, weicher Reifen, harter Reifen, der weiche Reifen, oh Gott, es regnet. Ach, Kacke.
Der weiche Reifen. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Ja. Der weiche Reifen ist natürlich weicher, weil er weicher ist. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf das Radiergummi Beispiel. Der weiche Reifen ist so wie die rote Seite vom Radiergummi. Wenn man den kräftig auf das Blatt drückt und dran reibt, wird man merken, dass das Blatt ziemlich schnell... Okay, es wird reißen. Machen wir es lieber, keine Ahnung, Tisch oder ähnliches. Man merkt, dass der Tisch an der Stelle richtig heiß wird, wegen der Reibung. Und jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Aber dass der rote Radiergummi auch ziemlich schnell kaputt geht. Ey, ich hätte mich da vorbereiten sollen. Ich erzähle so wirr umher. Und die blaue Seite repräsentiert halt den harten Gummi. Der geht halt nicht so schnell kaputt. Ist aber dann natürlich nicht so gut für die Haftung. Der rutscht eher schneller weg, wenn man viel Druck drauf tut. Und so muss man sich das vorstellen. Ich bin komplett vom Thema abgekommen. Hab kompletten Schwachsinn erzählt. Egal, konzentrieren wir uns aufs Training. China, einer meiner Lieblingsstrecken, weil eben viele Kurvenkombinationen, hoppala, viele Kurvenkombinationen und dann die eine lange Gerade kommt. Viele langsame Kurven mit vielen schnellen Strecken. Jetzt kommen wir langgezogene Rechtskurve auf die lange Gerade. Und da ist die ewig lange Gerade. Und wenn man hier eben einen höheren Abtrieb hätte, hätte man zwar mehr Grip, das bringt aber auf der geraden Strecke eher weniger, weil natürlich mehr Abtrieb, das heißt mehr Widerstand in der Luft, bedeutet natürlich auch, dass man langsamer unterwegs ist, dass die Luft einen eher bremst. Und, oh, sorry, das war mein Fehler. Und das will man natürlich nicht während einer geraden Strecke. In den Kurven will man natürlich mehr Abtrieb, also mehr Kraft auf den Boden bringen. Da braucht man ja auch die Höchstgeschwindigkeit nicht. Damit man den Grip hat, macht man gern die Kraft auf den Boden bringen. Aber auf der Geraden, da fliegt das Auto sowieso. Und man ist sowieso schon auf Vollgas, das heißt, die Kraft vom Motor wird auch auf alle Räder verteilt. Denn man muss sich das so vorstellen, am Anfang kommt die meiste Kraft auf die Reifen beim Gas geben. Das heißt, jetzt aus der Kurve raus ist die höchste Beschleunigung möglich. Deswegen braucht man da den meisten Grip. Und auf der Geraden ist nur noch marginale Kraft, die auf die Hinterachse gebracht wird im Sinne von Beschleunigung. Da braucht man nicht so viel Grip. Das schafft man dann auch ohne zu viel Grip. Und da... Ich habe keine Ahnung, was ich heute rede. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sage. Danke, Chef. Ach, die waren alle... Jetzt bin ich denen hinterhergefahren, toll. Sorry, das war das Mikrofon. Ich wollte genau den gleichen Bremspunkt nehmen wie die. Dann fahren die alle rein in die Box. Schweinerei. Jetzt habe ich gar keine Zeit. Ja, im Training nicht so wichtig. Ich muss mich nur auf die Strecke einfokussieren. Ey, dieses Regen, das regt so auf. Regen regt auf. Nein? Okay. Ich glaube, wenn es euch nicht stört, würde ich für die nächsten Rennen einstellen, dass es kein Regen mehr gibt. Weil mich das schon sehr nervt. Der ganze Regen. Ja. Nee, nicht Setup. Oh, ich wollte nicht Setup. Es ist ruhig auf der Strecke. Lass uns raus.
es so bleibt. Okay. Ich will mir den Session-Info, genau. Was sagen denn die nächsten 10 Minuten? In 10 Minuten wird es regnen. In 20 Minuten wird es regnen. In 30 Minuten ist es wieder trocken, aber es ist blöd, weil es nur noch 7 Minuten sind. Okay. Wie nochmal hier, was ist unsere Zeit? Unsere Zeit ist gar nichts, weil wir nichts gefahren sind. Die anderen fahren hier mit weichen Reifen. Machen wir auch, oder? Machen wir. Fahren wir 2, 3 schnelle Runden. Hoffentlich bei dem regnerischen. Oh, die werden immer langsamer. Sollte ich schnell raus, ne? Dann sollte ich mal schnell raus. Und geht zur Strecke und fliegende Runde. Kostet zwar etwas Zeit, aber dafür haben wir einen fliegenden Start und müssen nicht erstmal eine. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, es ist nicht zu nass. So. So, Gas geben. Diese Runde zählt, auch wenn der Stevens mir im Weg steht. Nervig. Alter Stevens! Das ist Training! Sorry Hamilton. Aber du warst einfach viel zu langsam unterwegs. Viel zu langsam. Das ist so rutschig beim Regen. Das ist echt nervig, dass es so rutschig ist beim Regen. Hamilton macht mir die Zeit kaputt. Quengel, Quengel. Funk macht etwas, sagt der Hamilton, dass er nicht vorbeilassen soll. Ah, oh, nervt der Hamilton. Also endlich vorbei. Ah, vorbei am Hamilton. So, ein bisschen in die Kurve reingebremst, was man normalerweise nicht machen sollte. Man sollte normalerweise bremsen, während man noch gerade ist. Oh, jetzt dürfte ich aber hart. Während man noch gerade ist, sollte man bremsen, und wenn man eingelenkt hat, sollte man normalerweise nicht mehr bremsen. Wow. Die wollen es wissen da vorne. Die wollen es wissen. Vor allem sind die direkt vor uns und wollen es wissen. Das ist immer schlecht. Ich will doch nur eine gute Zeit hinlegen. Dann sollte ich aber nicht hin und her rutschen, ne? Und der ist auf. Und Gas und vielleicht eine Zeit, die Platz 18. Wow. Okay, es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. 10 Kilogramm Benzin. Gott, nervt das, in der Gruppe zu fahren. Das ist so langsam. Ihr seid alle so langsam. Nervig. Vor allem du, Mary, du bist langsam. So, Gas, Gas, Gas. Halbgas. Das trauen sich die anderen nicht. Hier noch weniger Gas. Die fahren alle so langsam. Was ist denn los hier? Die Strecke ist doch super befahrbar. Nee. Die halten mich alle auf. Ich fahre 1,5 Sekunden langsamer als die Runde davor. Und da wurde ich schon aufgehalten. Oh, nervig. Eine gescheite Runde hinlegen. So, mit DRS. Nein, fährst mir nicht rein, Hamilton. Wow.
Vorsicht, Hamilton. Vorsicht. Du hast schon in Umgang ziemlich viel Mist gebaut und ich schaue wieder auf deinen Vordermann. Und ich schaue wieder auf meinen Vordermann. Okay. 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 Wenn das DRS offen ist, ist natürlich hinten alles offen. Das heißt, der Abtrieb wird minimiert. Das heißt, die Geschwindigkeit wird erhöht. Allerdings, da ich Gas gegeben habe mit Flügel hinten offen, sind meine Reifen hinten durchgedreht und ich habe den kompletten Grip verloren. Und das war auch schon zurück in die Garage. Das war dann auch schon das Training, schätze ich mal. 1:09. Das schaffe ich nicht mehr. Zeit beschleunigen. Wow, ich bin stolz auf... Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht stolz auf meine Zeit. Das Training ist vorbei und Lewis Hamilton war sehr erfolgreich. Heute muss er einfach mit der Leistung seines Wagens zufrieden sein. Ja, danke. Ziel verfehlt. Ich sehe es auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir das Rennen und den großen Preis von China... Oh nein, wir haben ja noch das Qualifying. Entschuldigung. Es kommt ja noch das Qualifying. Das Qualifying kommt ja noch. Das Qualifying ist das, was noch kommt jetzt. Es ist Samstagnachmittag hier in Shanghai und die Wagen kommen gleich für das Qualifying zum großen Preis von China auf die Strecke. Eine große Veränderung auf dem diesjährigen Grid, sicherlich die neuen Farben auch bei Fernando Alonso. Der ging ja von Ferrari weg und ist nun wieder bei McLaren. Viele Leute hätten nie damit gerechnet, dass Alonso zu McLaren zurückgehen würde. Nicht nach dem einen turbulenten Jahr, das er 2007 dort verbrachte. Aber er ist zurück und wird das Beste aus der neuen Partnerschaft des Teams mit Honda machen wollen. Hey. So, mit welchem Reifen wollen wir dann rausfahren? Wir fahren natürlich mit den weichen, mit den Options. Option, weil sie nicht die primären Reifen sind, die normalerweise gefahren sind. Primes sind halt die härteren, die halt primär gefahren werden. Options. Woo. Und direkt Konzentration. Und Go DRS ist offen. Die erste Kurve nicht verkacken. Fast verkackt. So, hier muss man auch noch ziemlich langsam. Aber hier kann man dann jetzt schon langsam raus beschleunigen. Den Grip finden. Grip ist da. Hamilton ist vorne. Bremspunkt nicht verpassen. Und dann hier wieder rechtzeitig Gas geben. Konzentrieren. Hier wie gesagt Halbgas. Hier ein bisschen runter vom Gas. Ein bisschen abbremsen. Die Doppelschikane, Doppellinks. Immer hier wieder komplett Vollgas nehmen kann. Zur linken Haarnadelkurve in die rechte weitgezogene Kurve. Auf die lange Gerade, auf der wir hoffentlich hier schon Vollgas, auf der wir hoffentlich noch ein paar Plätze gut machen werden. Wir sind momentan Platz 4. Das wäre mal ein super 5. Das wäre mal ein super Ergebnis für ein Qualifying. Ich glaube, so gut waren wir dann noch nie in einem Qualifying. So, Vollbremsung. Ah, ein bisschen spät gebremst, deswegen noch in die Kurve reingebremst. Das kann uns hier aber Zeit gut gemacht haben. Hier nicht vergessen. Links rein, bisschen hart geschnitten, bisschen weit rausgekommen. Nochmal DRS auf, vielleicht noch den dritten holen. Nein, der Platz 4 bleibt. Puh. Aber im Trockenen fährt sich so viel leichter. So viel leichter. Puh, jawohl. Da ist der Chef zufrieden, beziehungsweise mein Coach, mein was auch immer das war. Kein Viertelfinger. Das war das für eine Session für Mercedes heute. Das Team hat sich für das morgige Rennen die erste Startreihe gesichert. Dieses Wochenende haben sie wirklich hart gearbeitet und es ist ihnen heute gelungen, beide Autos perfekt abzustimmen. Ob ihnen das auch morgen gelingt, bleibt abzuwarten. Mhm. 3/10 hinter Kimi Räikkönen. Der ist 3/10 hinter Nico Rosberg, der ist 2/10 hinter Lewis Hamilton. Also es geht, wir sind nicht mal eine Sekunde hinter Lewis Hamilton ins Ziel gefahren. Ich finde, das ist ein großer Fortschritt im Vergleich zu den anderen Rennen. Aber an dieser Stelle sage ich auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder dann, wenn es im Rennen, im großen Preis von China um alles geht. Bis dahin, Spaß, viel Vergnügen, tschüss.